So, sind wir alle da? Schön. Dann fassen uns jetzt alle mal gegenseitig an unsere eigenen Nasen. Auf drei geht's los. Drei. Guten Morgen, Menschheit, er nennt sich den Captain. Er ist gekommen, um euch Rätsel zu rappen. Little 1, wer bist du? Hast du es schon erkannt? Wer die Lösung kennt, hebt jetzt seine Hand. Hier, hier, ich. Falsch, mein Freund. Scheinbar hast du das beste Fach versäumt. Nämlich Selbstkunde oder Ichologie. Fach deiner eigenen Privatakademie. Also nachholen, ausziehen, Rücken gerade, Kopf auf. Hol deinen Block raus, ich ziehe dir jetzt den Brock raus. Bist du bereit, dann geht es los, zieh deinen Rock aus. Und wenn du dir den Arsch umreißt, zieh ich dir da den Stock raus. Au! Denn es ist ein, zwei, Ding, Dong. Super, duper, Fragen, Treter, fragt dich Laserfragen. Hat einen Anzug, wo ein Endpunkt steht. Einen kleinen Rucksack voll mit Fragen. Und ich frag dir nicht so lange, bis dir die Blase platzt. Dein Name lautet Existenz, wahrscheinlich hat er Spaß. Denn ohne Spaß macht dir selbst das Fragen keinen Spaß. Quasi Spaß muss es machen, denn sonst macht es keinen Spaß. Also dieses Lied macht auch überhaupt gar keinen Sinn. Ohne Spaß kein Spaß, wo ist denn da die Logik drin? Also wenn du schon mit Fragen kommst und eine Antwort magst, dann bleib doch bitte gefälligst seriös, während du fragst. Also weg vom Spaß und zurück auf den Punkt. Wer bin ich, wer bist du? Gibt es Herr, gibt es Hund? Ist die Suche für den Grund, für das Hirn ungesund? Oder warum tun so viele hier so selbstverständlich Grund? Es gibt keine Rätsel, geh zurück zu deinem Job. Man ist das, was man tut, also tu nicht so, als ob es da noch was über uns rauszufinden gäbe. Vermessen und kindisch, geh raus, Mann, und lebe. Die einzige Verwirklichung des Menschen als Karriere. Und so ziehen wir uns aus des Rätsels Affäre und lassen uns nicht drauf ein, unser eigener Chef zu sein. Wir lassen uns dominieren von fremdbestimmten Spielereien wie Studium, Job, Kinder, Haus, Kino, Film und Fernsehquiz. Das muss, denn es ist, wie es ist. Na dann lauf rum, kauf dein Kopf, fern, trink Wein, zieh die Decke über den Kopf und fang leise an zu schreien. Der Captain wünscht einen angenehmen Tritt bei seinem nächsten Picknick, nimmt er euch als Geisel mit. Und dann macht er euch fett und entleert euch das Glas, sondern pumpt er das voll mit Quellwasser Spaß. So rein, so klar, so fresh, so fein, die Creme de la Creme von Spaß schenkt er ein. Was, so wie krass, oh mein Gott, was ist das? Ein komischer Freak, erzählt mir was von Spaß. Also gründlich untersucht, hat sein Ärmel ein Ass. Oder ist etwa das metaphorische Fass, welches du hier aufmachst, wie eine Feier ohne Gas? So sinnlos und flach, wie ein Haus ohne Dach. Erzähl mir nix von Existenz, erzähl mir nix von Spaß. Und nicht, dass du damit mein Glas wieder voll machst. Verleih dir nicht eigenmächtig einfach so die Vollmacht, so ungeniert und unverblümt den Leuten zu erzählen. Ball flach, Herz auf, ich will euch mit Liebe quälen. Er bringt uns Liebe, schnell, erschießt ihn! Let's touch uns gemeinsam mal die Sorgen aus dem Kragen. Und dann rennen wir auf die Straße und wir schreien unsere Fragen. Volle Pole in den Garten und ertragen, dass die Nachbarn keine Morgen Fragen haben und verzagen nie und nimmer. Auch wenn wir Narben davon tragen, würden wir uns nie beklagen. Stehen zur Scheiße bis zum Kragen, würden wir immer noch an jeden von euch Freaks. Auf unsere beiden unbekleideten, bescheidenen und viel zu kleinen Kopf der bunten Kinderschultern tragen. Dann werden euch bis wir draufgehen mit Tausenden und Abertausenden Armeen von ungelösten Existenzfragen plagen. Ding, 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 ding. Runde 2, möge die bessere Frage gewinnen. Zum Beispiel, wieso überhaupt und warum und weshalb? Weswegen denn all das? Bin ich warm, bist du kalt? Bin ich doof? Seid ihr klug? Ist mir schlecht? Geht's mir gut? Wissen wir viel zu viel? Oder wissen wir nicht genug? Ich weiß nur eins und ich weiß, dass du das auch weißt. Bildung ist Erinnerung, die meistens um sich selbst kreist. Intelligenz hat nichts mit Gedächtnis zu tun. Ist das 1930 nun Henne oder Huhn oder Kaiser oder König? Bauer oder Markt oder Landrepublik, Monarchie oder Staat? Ich will wirklich nichts gegen Faktenwissen sagen, doch wir müssen uns erweitern und in andere Bereiche. Bei 90% der schulischen Beschäftigung ist auswendig lernen ohne innere Bekräftigung der Dinge, die wir brauchen, wie Mut, Intuition, Angstbewältigung und Kommunikation, Atemtechniken und Muskelrelaktion. Warum gibt's das nicht als Fach? Diese Dinge würden sich lohnen. Achtung, Achtung, Klasse! Nachdem wir uns jetzt alle an die eigene Nase gefasst haben, atmen wir einmal tief durch dieselbige ein und schreien dreimal laut: Hurra, ich bin ein fröhlicher Homo Sapiens. Hurra, ich bin ein fröhlicher Homo Sapiens! Und wenn du jetzt anfängst, mir zu erzählen, bei diesem Kram würde dir der Realismus fehlen, da kann ich leider nicht anders reagieren als mit Lachen, denn Realität ist nicht fest, Realität wird erschaffen. Von dir und von mir und von uns und von allen werfen wir den Besserwisser weg und tun uns den Gefallen, einmal in diesem unserem Leben auszuprobieren. Loszulassen und die Scheiße positiv zu affirmieren und geben wir nicht immer nur den anderen die Schuld, und auf uns selbst zu verfluchen und üben uns in Geduld. Bekommen wir all die Scheiße mit Versagen und mit Schuld. Fühl doch mal, wir sind mit Werten überfüllt, denn wenn wir unseren Kopf und fangen dann mal bei Null an, werfen unser altes Leben von unseren Schultern, nehmen an, was wir sind und erfinden uns neu. Vereinen uns mit allem, trennen den Weizen von der Spreu, werden jedermanns Schüler, unser eigener Meister, entspannen uns einmal völlig und erwecken unsere Geister. Und willkommen.
willkommen in einem Club. Haben wir die mehr erweckt, kriegen wir nie mehr genug. Ja, da machen wir uns locker, denn wir wissen, wir haben Zeit. Denn zusammen mit den Dudes ist der Weg nicht mehr weit. Und dann fragen wir uns Fragen gegenseitig, bis wir kotzen und neu geboren aus Babyaugen glotzen. Wir machen das, bis es seine Wirkung zeigt, bis unser Krampf sich löst und unser kranker Körper heilt und unser Geist vom Leid befreit, sich ungeniert im Raum verteilt und frisch gebrühten Kaffee und einen kostenlosen Keks verteilt. Oh, danke. Zucker, Milch, beides? Kein Problem. Und dann streicheln wir uns gegenseitig zärtlich das Hirn und bieten unseren Teufeln freundlich die Stirn und wir lassen sie sich lösen in einem Ball aus Licht. Wir erschaffen das zusammen, also fürchte dich nicht. Und Finger in die Wunde, Schwanz auf den Tisch, Herz auf die Zunge, die Karten sind gemischt. Wir können noch 100 Jahre ein auf Stolz und Ehre machen. Du hast angefangen, nein, du lass uns einen Krieg entfachen. So kommen wir doch nicht weiter, das weiß doch jedes Kind. Es wird Zeit für Harmonie, mein Freund, so sterben wir noch blind. Also feier den Scheiß, so komisch es klingt. Und tanz einfach ab zu jedem Song, der swingt. Und gib Applaus für jedes Ding, das lebt. Das augenscheinlich unbelebt in unbewegten Ecken steht. Denn alles, was man sieht, ist durchdrungen von Leben. Es ist dasselbe Leben, durch das Planeten schweben. Es ist dasselbe Leben in den Onkels wie den Tanten. Es ist dasselbe Leben in den Straßenhydranten. Es schwingt dasselbe Leben im Wasser wie im Brot. Und es lebt dasselbe Leben in der Freude wie der Not. Dasselbe Leben tobt in Weiß und in Rot und in Eis und in Rot und in Pflicht und Verbot. Und es ist dasselbe Leben im Leben wie im Tod. In der Null wie der Eins, wie im Schatten und im Licht. Im Übrigen, die Lösung des Rätsels lautet...